Mach was. Ups. Okay. Daran habe ich mich jetzt nicht mehr erinnert. Aber jetzt, hey, der war unfair. Ich muss weiter weg von dem. Sonst kann ich den Teil unmöglich ausweichen. Ja, aber dafür sind Ringe gut. Sich einfach ganz oft treffen lassen. Tsch! Krepier! Ey, die Musik ist wirklich richtig gut. Komm, ein bisschen schneller hier. Ups, das war verdammt knapp. Denn wenn ich weggespült werde, bin ich tot. Komm, schieß deine blöden Kugeln jetzt. Was hat die mich jetzt getroffen, bitte? Kann mir das jemand sagen? Aber der wartet netterweise, wenn man getroffen wurde, darauf die nächste Kugel zu schießen. Seht ihr? Damit man seine Ringe wieder einsammelt. Okay. Gib mal her hier. Stirb! Biolizard! Musik ist nice. Einfach nur nice. Ich hätte gern ein paar mehr Ringe. Fällt mir gerade so auf. Damn it. Damn it! Wow. What the fuck? Sorry. Wollte ich nicht. Okay, nochmal. Ich nehme diesmal ein paar mehr Ringe mit, sodass sie nicht im Wasser landen, so wie eben. The Biolizard. So, nochmal. Diesmal versuche ich das ein bisschen eleganter zu lösen mit den Kugeln. Lass mich hier hoch. Stirb. Treffer Nummer 1. Das ist echt blöd. Sobald ich da versehentlich rausgespült werde, bin ich tot. Sache ist die, dass man immer zum Bildschirm hinrennen muss. Also nicht sieht, was vor einem weckt. So. Ich meine, dass das so ging. Lass mich mal da drauf, bitte. Danke. Psiu! Ja, so geht das doch schon ein ganzes Stück besser. Mit dieser Sprungtaktik. Da kommt gleich wieder eine Lücke. Wow, das war knapp. Ja, das Problem ist, wenn ich zu schnell renne, verfolgt er mich mit seinem Schwanz. Also wenn ich zu seiner anderen Seite des Körpers komme. Den konnte ich jetzt nicht mehr ausweichen. Wenn zu viele kommen, die in der Luft schweben, ist das extrem heftig. Okay, gut. Dann lasse ich mal dir noch einen weiteren Schadenspunkt zufügen. Danke sehr. Da Ringe holen. Da kommt gleich wieder eine Lücke. Ja. Ja, 6 oder 5 Ringe reichen. Ich muss mir die anderen noch aufsparen. Komm, mach wieder Kugeln. Ja, läuft ein ganzes Stück besser. Ach ja, stimmt, jetzt kommt das. Jetzt kann ich nicht mehr hochgrinden. Jetzt wird das Ganze ein bisschen anspruchsvoller. Du. Was? Ja, genau so. Ja, das war wohl gerade ein bisschen rumbuggy. Egal, ich brauche Ringe. Ich laufe jetzt mal hier wieder an der Ringspur entlang. Genau. Ein paar mehr, wenn es geht. Genau, 6 Ringe müssten reichen. Perfekt. Schieß wieder Kugeln. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das wollte ich noch viel weniger. Ah, God damn it! Nur noch ein Ring. Und wie ihr seht, wieso ich so viele Ringe haben will.
falls ein Ring rausfliegt, kann ich auf die Art. Das ist total bescheuert, dass die manchmal rumbuggen. Seht ihr das? Ah, Mist. Sorry. Ich glaube, ich schneide einfach, bis wir wieder an dieser Stelle sind. Bis gleich. Jo, da seht ihr, wir sind wieder hier. Ich habe mal ein bisschen früher gestartet. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht in irgendwelche Löcher rein oder sowas. Oder glitsche mich hier durch die Gegend. Ich möchte diesen Boss einfach besiegen jetzt. Puh. Das war verdammt nochmal puh. Ja, komm schon. Ringe. Her mit euch. Ringe. Ihr seid meine Ringe. Ich will euch haben. Allesamt. Klack, klack, klack. Wow. Wow. Danke. So, jetzt kommt wieder diese nervige Attacke. Ich hoffe es einfach, dass wir diesmal... Was war denn das? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, hier. Drauf, drauf, danke. Irgendwelche Ringe. Ich brauche Ringe. Ringe, 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 Ringe. Oh shit. Wenn ich das jetzt ohne Ringe schaffe, dann fresse ich den Besen. Dadurch, 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 da vorbei, da vorbei, da vorbei, da vorbei. Stirb! Also, das war Glück, dass mich keine von diesen Kugeln jetzt am Ende getroffen hat. Der Boss ist echt knackig. Wirklich. Der Boss ist wirklich verdammt knackig. Na, was passiert nun? Mach doch jetzt hin mit deinem Ritual. Chaos. Chaos is power. Power is enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. Only you can do this. Stop the chaos emeralds. Is it gone? Is that what chaos control is? Since we've stopped the chaos emeralds, why is the space colony still on a crash course to Earth? Na, was habt ihr vor, ihr beiden? Ihr hackt doch da irgendwas aus, ihr Igel, ihr. Und ich kann mir auch schon denken, was es ist. Ja, plötzlich sind sie wie die besten Freunde, oder zumindest wie die besten Feinde hier, zusammen und... Wer hätte es gedacht? Verwenden die 7 Chaos Emeralds, um... ihre Fäuste zu ballen und zu schütteln, so schnell sie können. Na? Und dann fliegen sie nach oben. Sie sind auf einem Riesentrip und werden gelb. Und was hat Shadow dafür Farben? Dieses komische weiß-gelbe Leuchten, würde ich mal sagen. Weiß-gelb-Platinfarben, oder? Das ist doch Platinfarben, so ein bisschen. Und mit seinen roten Streifen. Ich finde, Shadow sieht hässlich aus in seiner Hyper-Shadow-Form. The Final Hazard. Immer noch der Prototyp des ultimativen Lebens. Und der hat jetzt Riesenwarzen, welche seine Schwachstellen sind. Zack. Kurze Erklärung. Für die Leute, die nicht wissen, was es mit Sonic oder Shadow in der Hyperform zu tun hat, beziehungsweise Super Sonic. Ja, der sieht voll hässlich aus mit den roten Streifen und dem Platinglanz. In der Superform von Sonic-Spiel war das bisher immer so, dass man Ringe hat, aber die Ringe ablaufen. Also wie sie im Sekundentakt gehen die Ringe runter. Und sobald die Ringe 0 erreichen, wird man wieder normal. Das heißt, wir sollten hier versuchen, den Gegner zu treffen, bevor unsere Ringe normal werden. Denn wenn unsere Ringe normal sind, dann haben wir ein Problem. Weil dann fallen wir runter und sterben.
Das Ganze ist immer abwechselnd und jedes Mal, für jeden Treffer, haben wir wieder voll hergestellte Ringe, Ringmenge, um das mal so zu sagen. Jo, in den alten Spielen, wo man noch die Kersemels sammeln musste und dann optional zu Super Sonic oder, ja, Super Sonic damals gab es ja nur, werden konnte. In diesen alten Spielen, also Beispiel Sonic 3, Sonic 2, Sonic 1 und so weiter für die Mega Drive, da konnte man sich, wenn man 50 Ringe hatte, immer sofort zu Sonic oder zu Super Sonic verwandeln, indem man einfach Doppelsprung gemacht hat. Und dann war man unbesiegbar, schneller und so weiter. Und hier ist man ebenfalls unbesiegbar, also wir verlieren keine Ringe, wenn wir getroffen werden, sondern das Einzige, was passiert ist, dass wir nach hinten geschleudert werden. Pschuh, danke sehr, noch ein Treffer! Jo, was ich ganz vergessen habe zu sagen, ich habe gesagt, es gab nur Super Sonic in den alten Spielen, das ist natürlich falsch. In Sonic 3, beziehungsweise Sonic 3 und Knuckles, konnte man auch mit Tails und mit Knuckles in Superform gehen mit den Chaos Emeralds. Außerdem lässt sich dann noch dazu sagen, dass, wenn man beide Spiele kombiniert hat, es nicht nur 7 Chaos Emeralds gab, sondern auch noch weitere 7 Emeralds, die sogenannten 7 Super Emeralds. Ja, wir haben gewonnen. Der Boss ist wirklich sehr einfach. Und mit diesen 7 Super Emeralds kommt man sich dann in Hyper Sonic oder so weiter. Da hat Sonic dann bunt geleuchtet oder so. Oder Tails hatte 4 Vögel, die ihm geholfen haben. Knuckles hat Erdbeben gemacht. Ja, das war richtig cool. Aber das war... wir haben den Endboss besiegt, der total einfach war. Und währenddem ich einfach nur Zeug über Super Sonic gelabert habe. This is what you wanted, right? This is my promise I made to you. What? Shadow stirbt? Ah, so ein Flachmat? Und ich dachte, Sonic hat einen ebenbürtigen Mitstreiter gefunden. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Die Welt ist gerettet! Ja! Und natürlich applaudieren sie alle, weil das auch jeder sehen kann. Na, egal. Also zumindest von denen, die da oben sind, kann das ja auch jeder sehen von dem Applaus. Where is Shadow? Do you really think that the professor created him, Shadow? To carry out the revenge on all those who live here on Earth? He was what he was. A brave and heroic hedgehog who gave his life to save this planet. Shadow the Hedgehog. Noch mehr Schmalz geht nicht. Der hat erst die Erde zerstören wollen, Mann. Yes, you're right. As a child, I looked up to my grandfather because of all the great things he accomplished in his life. He was my hero, and I wanted to be a great scientist like him. But did he really mean to destroy us? I don't know, but what I do know is we all did it. Oh, ja, genau. Noch mehr Schmalz. Und jetzt vertragen sich plötzlich alle. Niemand denkt dran, dass Eggman die Welt übernehmen wollte und off again to find those jewels you love so much. Nah, I think I'm gonna give up this line of work. Too much work for too little pay. Anyway, I've got something better than jewels that I'm thinking about right now. So, so? It'll all work out. You'll see. If you say so. Created the ultimate life form. What's the matter, Sonic? Oh, it's nothing. Come on, let's go home. Dude, the planet is cool and blue as me. Angeber. Nein, mal im Ernst. Jetzt vertragen sie sich alle. Kurz nachdem Sonic die Welt zerstören wollte. Ich meine, Eggman. Ich bin dumm. Natürlich nicht Sonic. Eggman wollte die Welt zerstören. Sayonara, Shadow the Hedgehog.